Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Hinterkaifeck. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid, ihr Lieben. Ja, und wie ihr seht, wir sind, ja, wie wir letzte Folge aufgehört haben, auf dem Weg zum Abtanken unseres Dreschers. Da geht es unverblümt weiter. Ja. Und dann werden wir mal schauen, wo wir dann, beziehungsweise bin ich am Überlegen, ob wir uns vielleicht mal noch ein anderes Fleckchen Land mitkaufen. Müssen wir mal sehen, beziehungsweise wir gucken dann vielleicht auch einfach mal. Warte mal, ich muss mal hier kurz beim Kollegen etwas sagen, das er machen soll. Und zwar soll er tanken. Ja. Sollte, denke ich mal, dann recht gut funktionieren. So, dann kann er das Ganze nämlich erstmal reinlüppeln lassen hier. Also ich muss sagen, da kam ja schon einiges zusammen jetzt, mein lieber Schwan, ne? Also holla die Waldfee. So, da lassen wir den jetzt erstmal abhungern, dann werden wir die erste Runde gleich reinfahren, ja, und werden das gleich einlagern. Und wir könnten eigentlich auch mal gucken, warte, schieb mir nicht rum hier, Kollege, ich fahr ja schon. Ich bin gerade am Überlegen. Wir müssen mal einen Huhn kaufen. Wir müssen mal einen Huhn kaufen. So. Weil damit würde ich jetzt schon gerne auch gleich loslegen. Dass wir uns ein kleines Hühnchen kaufen. So, den lassen wir einfach mal hier stehen. Und dann gucken wir mal vor zu unserem Hühnerstall. Und schauen mal, ob die vielleicht sogar im besten Fall. Oh, machen wir mal auf hier. So. Oh ja, die kleine Küken. Oh. Okay, warte. Müsst ihr mich kurz freuen. Wir nehmen mal hier 20 Kleine rein. So. Okay. Dann nehmen wir mal. Würde man sagen, 100 Hühner, oder? Ah, 60. Gut. Holen wir uns mal 60. So. Und dann logisch ein Hahn dazu. So. Zeig mal her hier. Warte, erstmal zumachen die Hütte. Ach ja, guckt euch an. Ach, schön. Schön, 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 schön. So, und jetzt können wir nämlich auch gucken, was fressen unsere Getreide. Sollte das normalerweise auch reinpassen? Mit der Getreide. Theoretisch. Da sollte das reinpassen. Da sollte das reinpassen. Müssen wir jetzt ganz fix. So, da müssen wir mal ganz fix sein jetzt. Mit der ist ja, wie gesagt, der ist am Ernten. Das sollte gut klappen. Weil, ne? Müssen wir mal schauen, was unsere Hühnerle sagen. Sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Nee, okay. Ja, yeah, schade, ich hätte gehofft. Jetzt gehofft, schade. Okay, dann müssen wir sehen. Dann werden wir das anders machen. Dann werden wir einmal. Dann müssen wir mal mit dem Anhänger zum Händler fahren. Aber ist ja nicht so wild, das können wir ja machen. Können wir ja tun.
Den stellen wir jetzt wieder hier hin. So, da kann nämlich unser Fischerfahrer dann auch selber machen, glaube ich. Genau. So. Gucken wir natürlich gleich mal. Alf. Da kaufen wir hier. Ja gut, da kaufen wir. Müssen wir halt ein bisschen Weizen einkaufen, ne? Ein bisschen. Da holen wir halt mal 8 Stück. So. Weiß ja jetzt der Maus keinen Faden ab. So, das läuft mit dem hier wohl. Ja. Und da können wir unseren Kleinen hier mal nehmen. Machen wir mal mit unserem Kleinen hier los. Hehe. Klingt nämlich so schön. Davon mal abgesehen. Ja, pfeift herrlich. Ohne Flex. Frag mich aber jetzt bitte nicht, wo ich den her habe. Denn das kann ich euch gar nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. Ich hab den gesehen in meinen Modpacks, ne? Ein bisschen rumgewurschtelt und so. Und da habe ich den mit reingenommen. Man muss zur Hinterkaifeck ja auch sagen, ne, ihr habt einmal die Möglichkeit, das Ganze Singleplayer-mäßig, also die Karte Singleplayer-mäßig zu starten, ja. Und ihr habt die Möglichkeit, die Karte Multiplayer-mäßig zu starten. Der wäre da quasi vor Inbetriebnahme des Games, wäre da quasi gefragt. Ja. Möchte ich Multiplayer oder möchte ich Singleplayer? Das einfach mal auch an der Stelle mit dazu gesagt. Nämlich ganz einfach mal. Da holen wir jetzt den Weizen. Da haben wir unsere Tierchen nämlich erstmal was. Und wir ernten ja dann sowieso Weizenfeld, ne? Aber ich wollte jetzt, wir haben sie jetzt halt immer gekauft, also brauchen sie auch was zu mümmeln, ne? Das ist ganz klar. So, ohne was zu mümmeln können wir sie nicht dastehen lassen. Also kannst nicht meckern, ne? Also der Händler, der hat auch ruckzuck immer das Zeug klein mit dabei, ne? Also das ist schön recht gut. So. Dann laden wir uns das Ganze einmal ein. Ihr könnt doch gerne in die Kommentare schreiben, solche Big Bags jetzt, ne? Soll ich die dann lieber mit dem gibt ja auch die Packs dazu, ne, wo wir sie quasi auch hochheben können und über einen Anhänger und so, ne, soll ich es lieber so machen oder also mit dem Werkzeug, dass wir sie anheben rüber über einen Anhänger und oder sagt ihr, oh nö, machst du, das passt schon, ne? Also wie ihr wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, ihr Lieben, ja, ihr wisst ja, ihr könnt da auch immer gerne mit bestimmen, ja? Und dann jetzt noch, jawohl. Noch mit nein.
Warte, genau, wir tüdeln mal hier rein, dass wir uns nicht wieder verfahren. Das ist ein bisschen hubbelig. Ja, so wird das so ein Deich, ne? Also unser Deich schon mit dem Wasser. Hoffentlich regnet es hier nicht so stark. Na, dann gucken wir mal, ob das erstmal reicht für unsere Hühnerle. So, unser Drescher hat zumindest erstmal keine Meldung mehr gebracht. Der läuft auch hier hinten wunderbar. Also das sollte auch passen, dass er sich selber abtankt und alles. Ne? Man kann ja immer mal so ein paar Mitarbeiter nehmen, ne, die damit unterstützen und. Also das sollte in dem Fall echt gut passen. Und dann schauen wir jetzt mal. Aber kurios. Ah, müssen wir so weit ranfahren. Okay, der Trigger ist ein bisschen. Okay, warte. Das ist jetzt so eine Sache. Okay, jetzt soll das. Ja, jetzt geht's rein. Ja, jetzt passt es rein. Okay. Ne, man muss es erstmal, ne, der Trigger hätte ruhig noch ein Kontenstück weiter, aber ich denke mal, es ist so mit der Schaufel gemacht und so, ne, dass du da gut mit der Schaufel kippen kannst und alles. Ne, so denke ich mir das Ganze mal. So, dann schauen wir mal. Okay, mehr haben wir gar nicht gebraucht. 8000 Liter, das ist sehr gut. So, und dann könnt ihr jetzt hier auch ordentlich losfuchsen damit. Okay. Dann werden wir mal sehen, dass wir unseren Kollegen hier wieder anhängen. Und den anderen Anhänger. So. Ich weiß wohl, dass es hier im Ort auch noch einen, eine Ländlichkeit geben soll, also einen Hof, wo man Schafe halten kann. Weil wir haben ja jetzt auf unserem Hof haben wir ja, wie soll man sagen, Kühe und Schweine, ja, und noch keine Schafe. Und müssen wir mal gucken, wo sich das im Ort befindet, ob es sehr weit weg ist oder. Ja. Und da schauen wir ganz einfach mal, wie was wo ist. So, warte, den bringen wir jetzt mal hier ein bisschen in Stellung. Bringen wir ihn mal hier hin. Sollte, denke ich mal, echt gut passen, weil da kommt jetzt gerade zum Abdanken, wie es aussieht. Oder was macht er? Was macht unser Kollege? Was macht er? Ah ne, okay, da kommt nicht zum Abdanken. Okay, na gut, das ist so gar nicht so wild. Da lassen wir den ja erstmal stehen. Oh, Ballon haben wir auch hier. Schön. Gut, aber ihr Lieben, also ihr seht, ne, es kommt immer mehr voran, das Ganze. Wir werden dann in der nächsten Folge, denke ich mal, mit dem Strom anfangen, dass wir da schon mal was drin haben. Und ja, ihr lasst das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.